So. Ja, das ist, da muss tatsächlich ein Arbeiter rein. Der soll ein... Hey, warum? Nicht Sonnenblumen. Weizen wollte ich eigentlich. Na, jetzt tut er Karotten anpflanzen. Och, Mensch. Ich wollte auch den Bäcker bedienen damit. Die Mühle und dann den Bäcker. Mist. Naja. Voll gefailt. So, das ist jetzt auch leer. Jetzt muss ich auch gucken, wo ich die jetzt schon wieder hinschicke. Das ist doch, ey. So, du... Hier rein. Der ist gut. Mit dem kriege ich da alles leergeräumt hier. So, du solltest mit aufdecken. Aber da oben, glaube ich. Na egal. Die Richtung stimmt grob. So, ich habe jetzt mal kurz rüberschauen müssen, weil Alexa kurz angesprungen ist und ich weiß nicht warum. Ich hatte eigentlich gar nicht das Wort gesagt. Jetzt habe ich es gesagt, aber... Solche Späße macht sie normalerweise nicht mit mir. Ah, die hat doch nur noch 10. Ach, jetzt hat sie nur noch 10. Okay. Ich habe schon gedacht, ich habe sie gerade in den Tod geschickt. Junge, Junge. Ich glaube, diesen Befehl wird sie nicht ausführen. Ich glaube, auf Amazon selbst gibt es auch kein Klopapier mehr. Glaube ich. Habe ich nicht nachgeguckt. Aber kann gut sein, dass da nichts mehr gibt. Und da soll einer sagen, wir haben keinen Engpass. Alles reichlich da. Klar, darum kriegt man seit Wochen kein Klopapier mehr. Bekomme ich zumindest gesagt. Also ich war jetzt seit 3 Wochen, glaube ich, nicht mehr einkaufen. Ich habe ja selbst ein bisschen gehamstert. Aber das, was man halt so gehört, dass einfach keins mehr gibt. Schon wieder Kakerlaken. So. Hat er hier auch so viel Glück? Tatsächlich. Du solltest... Genau, jetzt kann man hier hochschicken. Wo er ursprünglich auch hin sollte. Du hast noch 40 Leben. Ja, dann nimmst du die Bretter mit und dann nimmst du die Kakerlaken mit. Klingt nach einem Deal. Nach einem Plan. Du musst nach Hause. Ach Mist, hat wieder ein Feld gefehlt. So, die werde ich wahrscheinlich auch aufnehmen. Diesmal kein Spezialist, sehr gut. Aber es sind halt jetzt nur 2 Erwachsene. Ah ja. Pflanzen ja immer noch Karotten an. Hört auf! Aber die Nahrung ist jetzt schon ordentlich hochgeballert. Definitiv.
Ein paar Folgen zuvor ging es ja ziemlich bergab. Aber wir haben es wieder gut aufgefangen. Langlebigkeit. Spezialisten. Unterhaltungstechnik. Du solltest aber eigentlich hier runter. Warum ist da Unterhaltungstechnik? Warum habe ich die beim letzten Mal wieder nicht mitgenommen? Nämlich mehr jetzt mit, sonst vergesse ich es wieder. So, du wolltest hier rüber. Aufdecken. Wie viel kriegst denn du daraus? 14. Okay, besser als nichts. Ich hätte jetzt eigentlich auch mehr gehofft bei der großen Gefahrenstufe. Jetzt hat er wieder Schaden kassiert und das ist nicht schlecht. So, das machen wir leer. Die schicken wir immer noch nach Hause. Und jetzt darfst du es aufdecken. Hast du ja vorher nicht geschafft. Wie sieht's hier aus? Ist auch wieder leer. So. Da habt ihr wieder. Atommüll habe ich auf jeden Fall noch genug. Lässt sich ja gewinnbringend verkaufen, ne? So ist es ja nicht. So, wie sieht's denn hier mit dem Weizen eigentlich aus? Die ist noch bei Ertrag von 0. Hm. Jetzt wolltest du hier runter. Hier hoch. Hier hoch. Ach stimmt, die alte habe ich ja weggeschickt. Genau da oben steht sie. Ah, das kriegt ja auch nicht leer geräumt. Autsch. Aber er hat es noch leer geschafft. Und die kämpft hier immer noch mit dem. Oh Mann. So. Da den letzten Fleck aufdecken. Dann ist die Ecke eigentlich auch durch, wenn er es geschafft hätte. Kakerlaken. Okay, hier deckt sie auf. Dann gehen wir in diese Richtung und... Ein Vulkan hier sogar. Hab ich auch noch nicht gesehen. Wir können jetzt hier halt nicht allzu viel machen. Wir schalten ja eigentlich keine neuen Gebäude mehr frei. Jemand wartet am Tor, aber erst macht man die Forschung schnell. Langlebigkeit bis 40%. Okay. Ah, okay. Bei Produktion haben wir noch ein bisschen was. Jemand wartet am Tor. Die Apothekerin. Die hat immer gutes Zeug dabei. Können wir im Prinzip alles machen. Also, die Forschungspunkte müssen nicht unbedingt sein. Aber hier die Medikamente. 2 oder 3. Das klingt eigentlich ganz nice. Würde ich jetzt sagen. Was? Kein Handel? Warum kein Handel? Eigentlich ist es doch der Handel gut. Weil Klamotten haben wir ja eigentlich jede Menge. Nur so. Okay. Dann halt nur so.
Jetzt muss ich halt warten, was das Spiel entscheidet. Aber okay, im Prinzip macht es keinen großen Unterschied, weil auch Medikamente haben wir eigentlich jede Menge. Aber das ist genau das Ding, wo die Zuschauer dieses Spiel doch anspruchsvoller machen können. Wenn jetzt wirklich schwere Katastrophen ausgewählt werden oder solche Entscheidungen, das macht irgendwo dann auch den Reiz aus. Ja, wo wirklich die Zuschauer dem Streamer richtig eine reindrücken können. Am Anfang wäre halt so eine Entscheidung hart. Jetzt zum Ende hin macht es keinen großen Unterschied mehr. So, 10 Sekunden noch. Und das Spiel entscheidet sich für das zweite Angebot. Aber doch noch was davon dafür gekriegt. Ja, genau, Avantar, der mit der Rohrschauer, der da wieder eine halbe Stunde lang durchläuft. Na gut, man muss dazu sagen, ich habe ja mit Absicht die Geschwindigkeit vom Spiel gedrosselt auf normal. Halt, um reparieren zu können. Dadurch hat es halt länger gedauert, aber es hat sich schon verdammt lang angefühlt. Biotreibstoffformel. Ach, Raffinerie. Die haben wir natürlich auch noch nicht, stimmt. Dann forschen wir die Raffinerie noch. Mist. Okay, aber den können wir auch angreifen. Eigentlich sollte die hier runter, aber na gut. Warum auch nicht? Jetzt kommen die ganzen Banditen hier wieder. Mensch. So, du deckst hier noch auf, dann ist das auch abgeschlossen. Medikits drin. Dann haben wir hier noch ein bisschen. Ab da kommt das größere Gebiet, okay. Ja, du kannst hier noch. Kein Schaden. Wow. Bin stolz auf dich. Dich merke ich mir. So, du musst nach Hause, ja. Die kämpft immer noch mit den Medikits hier. Unser OP. Brennholz. Gehen wir erstmal nach oben aufdecken und dann nehmen wir die Kakerlaken unterwegs mit. Jetzt heißt es wieder warten. Oh, dann brauche ich halt noch mehr Lagerhalden. Ich weiß schon gar nicht mal, wohin mit den ganzen Lagerhalden. Ich habe so viel Scheißdreck hier schon. So, hab da wieder 3 Stück jetzt. Macht was draus. Obwohl, der ist halt näher dran an unserer Base. Ich schick's ja runter. Dann haben wir hier unten keine Band. Mehr, genau. Hab jetzt im ersten Moment gedacht, da ist doch noch eine, aber war doch nicht so. Du kannst gut kämpfen, dann haust du den um. Du kannst mittelmäßig kämpfen. Das kann er looten. Dann hilfst du hier, obwohl das ziemlich angedatscht. Auf den müssen wir aufpassen. Wieder kein Schaden. Boah. Dann kann die
hier noch die Teile holen. Bleibt wieder eins übrig. Ey, komm. Gibt's doch nicht. Medikits. Na gut, die ist auch gleich zu Hause. Da renne ich definitiv aber nicht rein. Das brauche ich dann doch nicht. Nuklearabfall aufgebraucht. Und ihr habt kein Holz mehr. Das habt ihr da unten auch alles abgeholzt. Mann, Mann, Mann. Nuklearabfall, genau. Hier. Na gut, ihr habt aber noch Spots. Eine kleine Karawane ist am Tor angekommen. Unsterbliche Worte. Genau, das ist die Familie mit dem Großvater, der versorgt werden muss. Also ich würde tatsächlich alle aufnehmen. Nicht nur den Großvater, weil so allein von der Moral her, warum soll ich jetzt nur den Großvater aufnehmen und den Rest wegschicken? Die möchte ich ungern trennen. Es ist nur ein Game, aber eigentlich möchte ich das tatsächlich so handhaben. Jetzt steht es wieder Auswahl 2 zu 3. Kommt vielleicht noch ein Vote rein. Vielleicht entscheidet sich auch einer fürs Ablehnen. Verlesen 3. Also wolltest du auch die 3 wählen. Okay, dann könnte ich ja noch überspringen und die 3 wählen. Ich warte jetzt noch ein bisschen ab, ob noch ein Vote reinkommt. Und dann schauen wir mal. Ja, bis 40 warte ich noch. Dann nehme ich die 3. Jo. Nehmen wir alle auf. 4 Kolonisten, 8 Zufriedenheit. Da freuen sie sich. Und jetzt haben wir wieder Obdachlose. Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder aufstocken jetzt. Aber das können wir uns leisten. Gar kein Problem. Bauen wir gleich wieder mehrere. So. Schauen wir mal, wie gut sie da zurechtkommt. Ja, das könntest du tatsächlich schaffen in der, im nächsten Turn. 36 Leben. Das ist ein ganz starker... Risiko eingehen oder kein Risiko? Komm, mach mal ein Risiko. Ja, hat es überlebt. Aber nochmal reinschicken ist so eine Sache. So, du wolltest jetzt hier rüber. Da kannst du einmal rein. Du musst nach Hause. Du holst da das letzte Medikit raus. Sehr schön. Und da müssen wir halt noch das ganze Gebiet hier aufdecken. Noch die Kakerlaken mit. Du musst nach Hause. Und da holen wir die Kakerlaken jetzt raus, haben wir gesagt. Dann kann ich ja noch hier die Kurve oben rumschicken. Okay, Forschung abgeschlossen. Produktionstempo plus 30%. Nehmen wir mit.
Jetzt können wir auch die Raffinerie bauen. Voll der Sprachfehler heute. Na, wo ist er denn? Hier nicht. Hier sind nur Lagerhäuser. Raffinerie. Benötigt 30 Energie, haben wir aber locker... Oh, das ist wieder das große Ding hier. Jetzt bauen wir mal ein bisschen abseits. So. Dass wir vielleicht noch ein paar von denen hier hinkriegen. Wenn nötig. Nachher nicht gereicht. Und den könnten wir jetzt schaffen. Naja, nicht ganz. Na, nächste Runde. So, den schicke ich jetzt nicht mehr rein. Wir haben ja hier unsere Unterstützung bekommen. Kann er noch ein bisschen aufdecken gehen. Beziehungsweise er kann einmal Medikits holen sogar. Und dann aufdecken. So, wo wolltest du hin? Du wolltest nach Hause. Und du wolltest... Ach, du hast die Medikits die ganze Zeit rausgeholt, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt sind die letzten 10. Du lieferst ab. Da haben wir es auch leer. Kommen wir gut voran. Die Forschung ist auch schon wieder durch. Es geht ja ratzfatz. Haben wir noch irgendwas, wo wir dann neu bauen können? Das große Solarmodul, ja klar, aber das brauche ich nicht. Langlebigkeit, Reparaturkosten, Reparaturkosten, Deko. Erkundung. Außenpostenlager. Mach mal ein Außenpostenlager.